255 Unternehmen unter Beobachtung, 26 selbstentwickelte Kennzahlen, rund 12% Rendite in den vergangenen 12 Monaten. Das sind die nackten Zahlen, wenn es um den Felten-Strategie Deutschland geht. Und bei mir ist jetzt der Fondsinitiator Dr. Robert Felten in einem etwas anderen Interview, denn wir wollen den Mann ganz persönlich vorstellen, der hinter dieser Strategie steckt. Herzlichen Dank, dass Sie diese Reise mit uns mitmachen, Herr Felten. Ich habe mich erkundigt, Sie sind unter anderem auch Hochschullehrer, Sie sind Autor, Berater und Unternehmer. Ist Ihnen zu Hause bei der Familie etwa langweilig? Ja, das könnte man jetzt denken, wenn man das alles hört. Aber in der Tat stehe ich relativ früh auf. Das heißt, da bin ich sowieso alleine und dann macht es auch Spaß, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Im Ernst, was treibt Sie an? Besser als der Durchschnitt zu sein. Weil meine Mutter ist relativ früh gestorben und da habe ich gemerkt, das Leben ist zu schade für Mittelmaß. Da, wo ich besser sein kann, da möchte ich auch besser sein. Sie sind auch Doktor der Philosophie, also beschäftigen sich nicht nur mit Börsen. Wie sehr hilft das beim Blick auf die Finanzmärkte? Viel, weil man sich dann von der direkten Sicht lösen kann. Mathematiker und Physiker, die sind auch gute Wissenschaftler, auch für Finanzmärkte sehr gut geeignet, finde ich. Aber die Frage, was wirklich funktioniert und was nicht funktioniert und wie wir überhaupt denken, die Grundlagen dessen, warum etwas funktioniert, zu hinterfragen, das ist das, wo einem die Philosophie nützen kann. Und wenn ich zum Beispiel an Sokrates denke, der ist angeblich einen Tag lang ist er erstarrt, wenn er über ein Problem nachgedacht hat, obwohl er als Soldat auf einem Feldzug war, stand er da und hat sich nicht von der Stelle bewegt, eine ganze Nacht lang, bis er das Problem gelöst hat. Und diese Leidenschaft fürs Denken, für die Erkenntnis, das ist das, was, wo man sicherlich auch die Finanzmärkte ein Stück weit mehr hinterfragen kann, mit dieser Neigung als vielleicht ohne. Würden Sie so weit gehen und sagen, als Philosoph betrachtet man viele Dinge in der Tagesaktualität auch etwas gelassener? Ja, allerdings Gelassenheit ist ein gutes Stichwort, denn die Philosophen sind eigentlich immer bekannt dafür, relativ gelassen zu sein, zumindest die antiken Philosophen. Und das ist tatsächlich der Fall. Ich denke, eine gute Anlagephilosophie braucht Gelassenheit. Und als Philosoph reflektiert man ja immer darüber, was man eigentlich wirklich braucht und was man alles nicht braucht. Und da sind einem Erkenntnisse wichtig und so eine gewisse Ruhe, so eine Geistesruhe. Und das ist in der Tat etwas, wo, wenn man damit ausgerüstet ist, dann kommt man, glaube ich, auch an den Finanzmärkten, an den Kapitalmärkten deutlich weiter. Sie neigen auch immer wieder zu eher ungewöhnlichen Aktionen. Gerade wenn man Ihr Facebook-Profil verfolgt, stellt man fest, dass Sie beispielsweise im letzten Winter mal eben 80 Kilometer ohne Essen gewandert sind. Mit welcher Motivation, Herr Felten? Ich wollte gucken, was möglich ist. Meine eigenen Grenzen erweitern. Also ich habe früher mal gedacht, kann man überhaupt eine Woche nichts essen? Fühlt man sich dabei wohl? Ja, funktioniert. Da habe ich gedacht, ich mache immer relativ viele Touren, ich wandere relativ viel. Kann man das eigentlich auch während der Wanderung machen? Und es funktioniert sehr, sehr gut und das macht mich ein Stück weit unabhängiger, dieses Gefühl. Ich freue mich einfach, wenn ich was machen kann, von dem ich nicht dachte, dass ich es mit Genuss machen kann. Welche Erkenntnisse nehmen Sie dann daraus mit? Vielleicht die Erkenntnis, dass man nicht alles braucht, von dem man meint, dass man es bräuchte. Immer die gleiche Temperatur, 20 Grad, immer ein Glas Wasser, immer Zucker, immer Versorgung. Das braucht man alles gar nicht, das braucht man wirklich nicht. Also ich jedenfalls brauche es scheinbar nicht und es freut mich, also ich möchte auch nicht immer darauf verzichten, natürlich, ich bin auch ein Genießer, aber es freut mich wirklich zu erfahren, dass ich davon unabhängig bin und das macht mich ein Stück weit sicherer. Wie stellen Sie sicher, dass mit dem Fonds nichts in dieser Zeit passiert, wenn Sie im Zelt übernachten? Ja, das stelle ich so sicher, dass ich mir in der Zeit, bevor ich diese Tour mache und danach natürlich sehr viel Gedanken darüber mache und dann natürlich eine Auswahl habe, die relativ valide ist. Wir müssen nicht tagesaktuell immer auf jede Nachricht reagieren, sondern wir können ganz entspannt sein, weil wir ja wissen, dass wir auf Basis der Faktoren eine vernünftige Auswahl haben und die ändert sich so schnell nicht, weil da brauchen wir erst wieder neue Geschäftszahlen. Die Geschäftszahlen vergleichen wir mit vielen anderen Unternehmen und das ist ein aufwendiger Prozess. Den kann man nicht von einem Tag auf den anderen vornehmen. Das heißt, dazwischen hat man dann auch wieder Zeit für so etwas. Und wie profitiert der Fondsinitiator Robert Felten von solchen Extremtouren und damit auch der Fonds am Ende des Tages? Ich würde sagen, durch Gelassenheit und durch Ruhe. Denn viele Fonds leiden sozusagen an Überaktionismus, wenn sie überhaupt in die Aktion gehen. Viele sind ja nur passiv. Aber wer überhaupt in die Aktion geht, sagt, ich will aktiv managen, der ist doch sehr stark der Versuchung ausgesetzt, sehr schnell immer wieder zu handeln, um sehr schnell etwas auszugleichen, was man aber vielleicht gar nicht so wissen kann, was man gar nicht so ausgleichen kann. Sondern erst die Gedanken, erst das System und dann die Sache ganz in Ruhe arbeiten lassen. Und insofern, ich profitiere davon, weil ich die ganze Zeit über entspannt bleiben kann. Schlussfrage, was ist als nächstes geplant? Ja, erstmal müssen wir natürlich schauen, dass dieser Fonds weiteren Investorenkreisen geöffnet wird, dass überhaupt erstmal diejenigen, die diesen Weg mitgehen wollen, mitgehen.
dass wir all diejenigen überhaupt erstmal ansprechen. Und danach wollen wir mal sehen, ob wir dieses System auch in anderen Märkten vielleicht übertragen können. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg. Haben Sie ganz herzlichen Dank für diese persönlichen Einblicke in diesem Interview. Meine Damen, meine Herren, das war Dr. Robert Felten, Initiator des Felten Strategie Deutschland, hier im Interview. Dankeschön. Danke Ihnen.